So, nimmst hier noch einen Happen. Dann gehen wir am Flussufer erstmal entlang. Ich habe so irgendwie das Gefühl, wir kommen da unten raus. Entweder das oder es gibt hier noch eine Unterbrechung dazwischen. Ja, hier gäbe es eine Unterbrechung. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück, decke hier oben auf. Wenn schön wieder Bauernhof mitten in der Stadt steht. So, es ist noch ein Waffenrock übrig. Lederrüstung sind alle eingelagert. Ich kann ihnen leider nicht verbieten, Zeug einzulagern. Deswegen lassen wir sie alle Bögen einlagern erstmal. Und alles an Gold. Wie sie es gerade ja machen, zum Glück. So, wenn du jetzt wieder noch Punkte kriegst. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Dann stell bitte nochmal ein neues Geschirr her. Dann kann es sein. Ja, Lehmknumpen haben wir noch genügend. Dann lasse ich erstmal zwei Leute in der Steinmetzhütte arbeiten, weil Eisenwerkzeuge haben wir ja noch ein paar. Wobei, stell so lange Eisenwerkzeuge her, bis du kein Eisen mehr hast. Dann können wir wieder Eisen machen. So, Sigurd ist erwachsen. Du bist erwachsen. Und Finn ist erwachsen. So, Sigurd wird unser Holzfäller. Finn wird unser Steinmetz. Ja, und wir haben noch niemanden für die Verteidigungstürme. So, Sigurd darf heiraten. Er hat die Schule zuerst abgeschlossen. So, wieder Jäger. So, Finn. Sigurd. So. Wird alles eingelagert. Wir haben noch einen Waffenrock. Bald wird dann nur noch Gold und Bier eingelagert werden. Beziehungsweise, wenn alles eingelagert ist, außer Bier. Können wir uns darum kümmern. Ah, hier ist eine Waldgrenze. Und du hast Hunger, also geh essen.
So, du kannst trainiert werden. Du kannst weiter erkunden. Ja, das ist der obere Kartenrand. Oh, du bist müde. Okay. Du kannst trainiert werden. Du hast die Warenmenge hergestellt. Das heißt, du... Hier ist erstmal Steinmetzen. Weil Stein gibt es hier erstmal noch genügend. Ja, Schwerteisenrüstung haben wir noch nicht. Stellen wir auch nicht her. Ich denke, im Augenblick sehen unsere Waren gut aus, oder? Ja, Eisenerz, Eisenrüstung 0, Pilze 0, Stein 1. Okay, Öl 0. So, decken wir erstmal hier auf. Da kannst du nämlich noch was essen. Okay, Steine kommen rein. Das heißt, wir können hier mal Verbindungsstraßen bauen. Beim Holzfäller bin ich mir nicht so sicher, ob ich ihn da lasse oder weiter dann hier ins Landesinnere verlege. So. Wobei, wir können schon ruhig anfangen, mehr zu vernetzen. Also die Lehmsammlerhütte wird wahrscheinlich dann noch eine Weile stehen bleiben, weil es gibt genug Lehm. So wie die Schäferhütte hier stehen bleibt. Ha. Aber okay, mir liegt das daran, dass wir die Steine ausgehen. Ups. So. Steine kommen ja rein, dass die Bauarbeiter bauen können. Und wenn sie ja mit den Straßen hier jetzt dann fertig sind, werde ich unseren einen Steinmetz wieder zum Werkzeugschmied abdonnern. Holz wird eingelagert in unsere Hauptlager. Du kannst noch mal essen. Dann gehst du hier hoch. Dann erkunden wir noch die Ecke. Komm dann irgendwann hier runter zu dem Lager. Da müssen wir uns nur noch entscheiden, welchen... Also für den Plattfüßen oder den Langnasen helfen.
und darf er dann den Krieg mit dem anderen Volk riskieren. Hier ist mal wieder ein Berg. Ja, will. Ja. Ja, will. Ja. Aber ja, Stein kommt rein. Werkzeug geht gerade noch so. Geschirr haben wir genug. Schuhe haben wir genug. Möbel haben wir auch genug. Wir produzieren auch mehr Bier, als die beiden im Augenblick einlagern. So, wir haben die Kartengrenze auch erreicht. Ja, hier oben gibt's Gold. Ist blöd, dass das mitten zwischen den beiden Indianerstämmen liegt. Aber ja, wir brauchen kein Gold mehr. Das bisschen Gold, was ich jetzt ertauscht habe. Also die 24 dürften reichen. Ich brauche 4 pro Archer. Da ich 4 Archer habe, sind das schon mal 16. Bleiben also noch 8 für 2 Speerträger. Ja. Und ich denke mal, das dürfte dann auch an Mannskraft reichen. Vollkommen. Um meine Stadt, mein Dorf zu verteidigen. Ja, es wird schön gewuselt. So, du kannst ruhig wieder Werkzeug schmieden gehen. Weil wir kriegen ja Holz und alles rein. Hallo, Bisons. Ja, er ist auch ganz fleißig beim Aufdecken. Das heißt, wir werden jetzt erst das hier dann aufdecken. Also gucken, dass wir irgendwann hier unten ankommen. So. Gegessen hat er. Möbel, Geschirr, Schuhe, alles okay, alles drei. Nahrung brauchen wir gar nicht mal gucken. Die Nahrungsvorräte sind voll. Wie sind eigentlich nochmal 4 Bögen für Geschirr? Okay. Hier ist nochmal ein kleiner See, so wie das aussieht. Mit noch mehr Bärenbüschen. Oh, da muss ich pennen legen, auch gut. Ist halt die große Frage, wie lang unser Jäger noch Wild findet zum Jagen. Na gut, wir können Leder gegen Bier tauschen nachher. Dann sind wir damit aus dem Schneider.